Okay, wo soll ich dem Auflieger? Ja, unser Kunde erwartet die Lieferung, jawohl. Ah, darüber. Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Euro Truck Simulator 2 und ich bin zurück mit meiner Volvo LKW. Ja, weil jetzt, ich bin auch mit die neue Update, so die neue Version von Euro Truck Simulator 2. Und ich muss zugeben, es war ein paar Probleme bei mir mit der Aufnahme. Und ja, bis dass ich finde eine Lösung zum wieder eine ganz normale Aufnahme zu starten. Ja, es war nicht leicht durch diese ganze neue Update. Ich muss auch rumschrauben mit meiner Grafik. Und ja, was soll ich noch sagen? Es gibt ein neue Features in dem Spiel, ja. Sie sehen auch, wir haben die Fenster. Hoppla. Ah, ich sollte erstmal die Motor starten. So, jetzt, ich bin gerade mit dem, diese Fenster. Hopp. Und wir hören auch weniger der Motor jetzt, ne? Okay, jetzt mache ich wieder zu. Und auf die andere Seite ist meine Fenster auch geöffnet. Sie hören auch die Sound auch. Es wird auch niedriger. Und wenn ich mal die Fenster auf. Und man könnte auch sogar, so wie in diese normale Fensterscheibe automatisch. Okay, ich mache wieder zu. Ich mache wieder die andere auf. Ja, okay. Und okay. Das ist die neue Futures, aber nicht schlecht ist das gemacht. So, fahren wir wieder los. Jetzt kann man auch besser die Motor hören. Und ja, ich hoffe mal, das ist auch nicht so laut alles. Okay, ich guck mal auf die Tempomat, ja. Wow, 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 wow. Ja, okay, meine Schuld. Sie sehen das jetzt, man hört auch sehr viele Details, ne? Mit dem Motor geräuscht. Es ist gut gemacht. Okay, ich mache vielleicht die Fenster zu. Jetzt hört man auch besser einfach. Das ist auch ja jetzt. Ich fahre jetzt mit die ganze Fenster geschlossen.
Man hört auch mehr Bewegung in dem und Geräusch in die Kabine. Okay, Tempomat, ja, ich fahre auch. Ja, und übrigens, ich fahre auch gerade jetzt zum Italien, ja, weil die letzte Aufträge, ja, er war auch nicht fertig, aber durch das, ich habe aktualisiert, meine so Eurotruck hat sich aktualisiert und ja, leider funktioniert auch nicht mehr die Mods. Es war auch zu sehen, dass durch diese neue Update wird auch nicht alles funktioniert. Aber gut, es macht Spaß jetzt, gerade mit diesen neuen Features zu fahren. Hoppla, hoppla. Das war knapp. Und wir sind gerade im Schweiz. Jetzt habe ich die Fenster aufgemacht auf die andere Seite. Immer geradeaus. Aber Sie werden sehen, jetzt gerade, ich wechsle von Perspektive und man hört auch nicht mehr so ganz den Motor. Gut, das ist auch nicht schade, aber trotzdem. Okay, langsam, langsam, langsam. Jetzt fahre ich auch mit die Fenster auf, aber nicht so ganz. Immer geradeaus. Okay, immer geradeaus. Licht anschalten, ja, ich habe das auch nicht gemacht vorher. Man hört jetzt auch sehr, sehr viel von der Umgebung und auch von dem LKW selber. Es ist auch nicht so verkehrt gemacht, diese Update. Aber ich hoffe, dass irgendwann kommt auch die Verbesserung, dass man könnte auch unsere LKW waschen und dass er wird auch dreckig mit der Benutzungszeit. Okay, ich fahre zu schnell, ja. Und das ist die Schweiz. Schweizer Umgebung. Das ist auch schön gemacht in dem Spiel, muss ich auch zugeben. Hoppla.
Ich war auch sogar mit 51. Okay, Gas gebe. Wir waren noch nicht mal in die Schweiz. Okay. Jetzt kommt die Schweiz. Ja, ich war in Frankreich. Nein, Italien jetzt. Ja, weil ich habe eine Lieferung genommen aus Mannheim und ja. Bis Italien wieder, ja. Ja, ich wollte unbedingt wieder nach Italien fahren. Okay, alles gut. Ich fahre auch mit dem Tempo-Schritt. Wir müssen sowieso nach Mailand, Milano. Okay, langsam. Okay, alles gut. Okay. Überholen, Milano sowieso. Bitte links halten. Ja, ich habe auch viel gebremst mit dem Auflieger. Sie haben das jetzt auch gehört. Das ist auch sehr gut gemacht, diese Features mit den Fenstern. Jetzt kann man auch sehr, sehr viel hören, wie der LKW verhält sich. Oh, okay. Und die Licht kann ich auch ausschalten. Das steht vorne. Prudenza, okay, das gibt einen Unfall irgendwie. Ich sollte nicht so schnell fahren. Aber ich muss immer geradeaus. Okay, gut, jetzt habe ich die falsche. Okay.
und ich sehe, ich muss auch nach rechts. Milano, ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, rechts alt. Ausfahrt. Ausfahrt rechts. Jawohl. Schon wieder an Mautstelle, das gibt's doch nicht. Okay, aber ich gehe darüber. Ich will auch nicht an Alt. 4 Euro habe ich bezahlt. Ja, für die kurze Strecke, ja, 4 Euro. Okay, ich muss auch raus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, rechts alt. Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, ich nehm's auch gern. Milano. Demnächst links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Erster Aufenthalt in Milano. Ich war sowieso noch nicht mit dem Spiel in Milano. Dann das ist für uns die erste Mal. So, ich schließe trotzdem die Fenster. Okay. Ja, Sie können auch sehen, dass man hört auch nicht mehr so viel den Motor-Sound oder man hört auch schon was. Immer geradeaus. Okay. Links halten und dann links abbiegen. Links alt. Biege nach links ab. Ja. Ja, wie überfahren. Das war okay. Nächst links abbiegen. Oh nein, die andere links, okay. Biege nach links ab. Sofort, sofort. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Wir sind auch am Ziel normalerweise. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, wenn die machen die Tore. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Okay. Routenführung abgeschlossen. Sehr gut. Da nehme ich oft nicht mehr sicher. Ja. Ich hoffe mal, dass ich aber auch keine Verspätung, aber ich glaube nicht. Ah, okay. Oh, warum komme ich nicht mehr rein?
Unfall Versuch 8, ja, okay, gut. Eieiei. Wow. Der Flieger geht auch quer mit mir. Okay, wo soll ich dem Auflieger? Ja, unser Kunde erwartet die Lieferung, jawohl. Ah, darüber. Okay, kurz rückwärts. Man hört jetzt Musik. Das ist auch neu in dem Spiel, oder? Oh. Okay. Absatteln, ja. Ja, hallo? Ah. Gute Arbeit. Oh, aber trotzdem, ich habe einen kleinen Schaden gemacht. Ja, okay. 1,9%, okay. Ja, ich werde es halt fortfahren. Wir haben noch Zeit. Ja, das wird sonst eine kurze Part. Und ja, man könnte jetzt einen neuen Auftrag suchen. Wir sind gerade in Milano. Warum nicht einen neuen Auftrag aussuchen? So, kurze Warte. So, wir sind hier. Was haben wir für Angebot? Ich will auch irgendwie weit fahren. Mailand, München, Lachsfilet, okay. Aber ich war schön im Deutschland. Oh, Mailand, Nantes, leeres Palette. Lokomotive. Ob ich schaffe das mit meinem. Ja, gut. Mailand, Brüssel. Okay, das nehmen wir. Okay, ja. Nochmal. Schwer gut, ich könnte das auch transportiert. Kein Problem. Wir fahren los. Okay. Wo ist die? Bestimmiere. Okay. Oder? Ja, ich glaube, da. Ah, ja, doch. Da ist die Lokomotive. Okay. Und da ist auch unser Auftrag, diese Lokomotive. Auftrag annehmen, jawohl. Das bezahlt auch sehr, sehr gut. Über 43.000. Fertig zum Losfahren. Okay, aber erstmal die Lokomotive. Soll man abholen. Okay. Ich habe das noch nie abgeholt. Okay. Fahrt vorsichtig. Achtung. Es ist auch nicht so ein kleiner Teil, ne? Okay, fahr vorsichtig, ja. Sie kennen mich auch, ne? Da fahre ich auch immer vorsichtig, ne?
Okay. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Biege nach rechts ab. Ja. Gern. Aber jetzt, das ist eine schwere Transport. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ihre schon? Nein, nicht ihre. Biege nach rechts ab. Okay, man könnte auch sehen, die ganze Ladung. Mal lieber, das ist auch. Ein sehr schwieriger Transport ist das, ne? Okay. Geradeaus. Ja, immer geradeaus, okay. Aber ich sollte auch kein Risiko nehmen mit dem Tempo. Okay, ich mache auch die Fenster wieder zu. Ja, ab und zu ist der Motorsound vielleicht auch viel zu laut, ich weiß nicht, in den Aufnahmen. Ich habe auch gestern Probe gemacht mit den Aufnahmen und das war auch nicht so laut. Okay, rechts alt. Biege nach rechts ab. Ja, jetzt ist es zu spät, ja. Da fahre ich auf Rot. Okay. Und zurück auf die Autobahn. Wow. Ah ja, was hat er gemacht? Hat er nicht gesehen, dass ich komme direkt auf die Autobahn? Okay, und ich muss sowieso die erste Maut stellen. Die Bremsen sind gut.
Bitte links halten. Links halt, okay. Ja, ich spiele gerne auch mit diesen Fenstern. Sie haben auch das gehört. Ne? Aber ab und zu, ich glaube, das könnte man auch zulassen. Oder schreibt ruhig in die Kommentare, wenn Sie wollt, dass ich war die ganze Zeit mit die Fenster auf, so geöffnet. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die Fenster sind auch. Auch zu verwenden. Okay, langsam, langsam. Okay, ich darf auch wieder. Das war sogar kostenlos, oder wie? Ich habe nicht etwas bezahlt. Okay. Das sage ich auch, nicht etwas dazu. Wenn das ist kostenlos, die man stellen, dann kein Problem. Okay, und ich glaube in der Nacht, ich werde auch Stopp und der Fahrer schlafen lasse und ja ich werde ihre auch diese Part beendet. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Und vielleicht muss ich auch noch schauen über Perfektion. Ich hoffe, dass sie haben mich auch alle gut verstanden oder gut zugehört, dass es war nicht so laut wie die ganze Motoreffekt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, rechts halt. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich muss sagen, dass die Sound ist auch besser für den LKW. Ne? Aber ich hoffe, dass die haben noch verschiedene Motorsound eingesetzt. Weil ein Volvo klingt nach Volvo Motor und Scania klingt nach Scania. Das ist klar. Okay, geradeaus. Es kommt wieder an Mautstellen. Aber jetzt wäre das auch nicht mehr kostenlos. Ich muss leider bezahlen jetzt. Ja, 10 Euro jetzt. So, hallo? Ah. Ja, die Lok ist auch nicht so leicht. Und ich verbrauche auch viel Benzin jetzt mittlerweile. Okay, 480 Meter. Da kann man, so, ich kann die erste Stopp machen. Oh. Er war zu schnell. Okay. Erstmal tanke. Neue Route finden. Otto Curry, okay. Biege nach rechts Ah, ab. aber ich wollte erstmal tanke.
Oh. Oh. Könnte ich tanken oder nicht? Oh, ja, nein. Ah doch, ich kann tanken. Okay. Dann machen Sie bitte nicht, was ich jetzt, was ich mache. Ja, kein Panik. Kein Panik, kein Panik. Ich mache alles frei. Oh, aber jetzt ja. Okay. Ja. Er könnte leider nicht warten, der Kollege. Okay, aber jetzt. Ja. Ich will auch zurück auf die Parkplatz. Da mache ich schon. Vielleicht könnte ich auch eher wieder zum Park. Aber ich glaube nicht. Ah doch. Ich kann auch zum Park. Okay. Da werden wir mal sehen, wie ich komme raus auf diese ganze Chaos jetzt. Okay, anbremst. Motor aus. Und ich bedanke mich noch für Zuschauen und in der nächsten Folge geht das weiter. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß. Sie haben auch gesehen, die Unterschiede jetzt, was haben die jetzt, die Entwickler gemacht mit dem Spiel. Diese neue Features ist auch nicht schlecht, nicht verkehrt. Aber brauchen wir sowas in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Selbe, ja, ich habe auch kein Problem gehabt seit am Anfang an mit dem Spiel. Und gut, das ist ein neues Feature. Vielleicht ist das interessant, noch das weiter zu verfolgen. Was haben die noch für Idee? Aber für mich, was wäre das neue nächste Schritt in dem Spiel? Es wäre, so wie gesagt, Waschanlage zu bauen und dass der LKW wäre auch dreckig mit dem Zeit einfach. Okay, das ist meine Meinung nach und da freue ich mich auch, wenn das wäre auch so rauskommen in der nächsten, aber wir wissen auch sowieso nicht, was die Entwickler haben noch vor. Gut, die Spanier und Portugal sollten noch kommen in dem Spiel als Card, so Erweiterung und ja, vielleicht kommt noch eine Neuigkeit dazu. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleib Sie dran und bleib gesund. Ciao, mach's gut. Thank you.